So, das ist unser 1000 Abonnenten-Special. Und wie wir das gemacht haben, das seht ihr jetzt. So, meine Freunde, das sind wir zustande. Wir brauchen eine Paprika. Möhren. Das ist gut. Tabasco. Knoblauch. Mais. Käse. Und Tortilla. Wie wär's mit einem Paton Martin? Paprika. Creme fraiche. Tomatenmark. Möhren. Und zum guter Letzt Fleisch. Noch mehr Fleisch. So, wichtig ist natürlich, dass man das Fleisch in 1 cm große Stückchen schneidet. Dafür brauchen wir Messer. Und das Fleisch. Das ist ungefähr 1 cm. Sehr liebevoll. Auf Hand. Sehr Zentimeter, liebevoll. Das ist alles in Zentimeter. Das könnt ihr nachmessen, alles in Zentimeter. Ja, das ist ein Zentimeter. Ja. Ja, je größer, desto mehr hat man doch zu beißen. Ja, stimmt. So, klappt, gleich haben wir es schon. Das Ding geht mit der Katze. So. Und immer eins am anderen. Immer schön durchziehen. Was müssen wir natürlich noch machen? Das Gemüse waschen. Einmal eine Möhre. Paprika. Und nochmal Paprika. Und eine Möhre! Ja, Möhre. So, dann waschen wir mal das Gemüse. Ja. Das ist super prima. Oh, ja. Wie hast du gesagt? Chat sabbert schon hier hinter der Kamera. Sauer. Wortwörtlich. Ja, wie gesagt, gerade essen, was wir natürlich zubereiten wollen. So, dann haben wir natürlich schon. Hey, Sepp, wir müssen auch Gemüse schneiden. Das ist doch kein Messer. Das ist ein Messer! Hey, Sepp, was machst denn du da? Ich versuche, Knoblauch zu schneiden. Also so sollte es nicht aussehen. Zumindest gerade irgendwie richtig. Man muss das Ding nämlich so in kleine Scheibchen schneiden. So. Ja, genau so. Sie ist durch. Genau so. Oh, schön, wie du das machst. Nein, nicht wirklich. Guck dir den Scheiß nochmal. So, gehört du schneidest ein bisschen Paprika. Ja. Das machst du aber fein, ne? Ja. Ja, ja Mensch, du, das sieht ja super aus. Ja, die Banane. Banane? Bananen! 10 Minuten sind vergangen. Was macht der? Er schneidet immer noch. Alter! Ja. Meine Güte! Oh mein Gott! Ich hab's. Guck mal, die ganzen Zutaten. Guck mal, das wird irgendwann mal Enchiladas. Das. Ich verstehe nicht, wie das daraus was Essbares werden soll. Was naja, wir zusammen produziert haben. Das, oh Gott, das werden wir essen. Was wir natürlich auch noch brauchen, ist ein kleiner Schuss. Vorsichtig. Oh Gott! Seht ihr, wie es fließt? Okay, ich glaube, das reicht. Öl ist drin, Öl ist drin. Jetzt brauchen wir Fleisch. Komm mit. Nein, Kühlschrank! Kühlschrank! Oh mein Gott, da ist ja ganz viel Fleisch drin. Oh. Wo kommt das denn her? Oh mein Gott, da hat jemand geschnittenes Fleisch reingestellt. Ja. So, dann lassen wir das hier kurz so rumölen. Hui! So rundrum, hier guck, da wird alles schön bedeckt. Ja, ist mit. Ja. Dann tun wir das da hin. Das Fleisch. Das ist der Knoblauch. Das sieht man noch. Da sieht man bei wunderbar geschnittenen Knoblauch. Der ist winzig. Vom Startwerk, schön geschnitten. Vor allem so klein wie der Beschreibung, sogar noch klein. Mhm. Also im Rezept wie der Beschreibung. Ja. Das ist wirklich schön. Winzig! Guckt, wie es brutzelt. Ich brauch Platz, direkt mit dem Scheiß. Wo? Dann brauchen wir noch. Ja, irgendwas zum Rumschwenken. Rumschwenken! Oh, dann schwenken wir das ein bisschen rum. Oh, das ist hart. Schwing dein Ding! Schwing mein Ding! Ich schwing mein Ding. Und da seht ihr schon, wie das Zeug brutzelt und dieser Geruch. Oh mein Gott, könnt ihr nicht sehen. Das ist so. Wie ein Knoblauch riecht wieder. Okay. Schade, dass es noch keinen Geruchsfernseher gibt für euch. Oh, das wäre ja super. Oh ja. Also Fernsehen und YouTube funktioniert ja schon ganz gut, aber mit Geruch nicht. Aber gut, wollen wir nicht darüber reden, sondern wir tun uns mal ein Fleischstück rein und testen, ob das schon warm genug ist. Ist noch nicht warm genug? Oh, das wird schon weiß. Seht ihr, wie das weiß wird? Seht ihr, wie das weiß wird? Seht ihr? Oh, da ist es. So sieht das aus. Seht ihr, wie das weiß wird? Es ist unscharf. Das ist leider mal unscharf. Super. Egal, dann so wieder raus. Ja, dann mach ich. So, ne, so ist das dann das Fleisch. Unglaublich. Ich hab auf jeden Fall Spaß gesehen. Doch, hab ich schon. Und das doch. Das riecht so. So, dann müssen wir jetzt mal ein paar kleine Stücke machen, bevor wir dann den Rest schmeißen, ne? Ja. Weil das Zeug sieht sich jetzt eh noch zusammen und bla und Pups, ne? Und so. Und so. Warten wir mal eins nach dem anderen. Alles. Schön immer nur kleine Stückchen nehmen, nie alles gleich mal. Oh, schade. Okay, und jetzt heißt es rühren. Ich bin der Rührmeister. Oh, so. Der Meister. Können wir das machen? So, oh, da, das kommt, ne? Und so.
Wow, Fleisch anbraten. Das ist super spannend. Sehr spannend. Macht sieht so Spaß. Super lecker aus, Alter. Oh, ich hab jetzt Hunger. Ich auch. Und das das, auch. Ich glaube, wir hätten das etwas kleiner schneiden müssen. Aber hey, je mehr, desto besser, ne? Je mehr, desto besser. Dann steht da schön, das schnellere Gemüse. Länger geschnittene Gemüse. Ja, seht ihr ja schon hier. Ja. Weil diese Mais, den haben wir so gut geschnitten. Oh, ich hab Hunger. Ja. Hopper. Käse, Emmentaler. Und dann nehmen wir das Rezept. Dana, komm mit. Rezept, Moment. Hier, das ist das Rezept. So sieht das aus. Ja. Wenn ihr es sehen wollt, kurz einfach. So, das Fleisch ist denke ich mal fast fertig. Ganz ab. Und dann kannst du die Pizza nochmal da schon reinschmeißen. Mach schon! Komm, kurz rein! Pizza, Tomate. Tomate. So, kann das übrigens auch. Ja. Denk mal, das wird reichen. Keine Ahnung, wie viel das jetzt war. Na toll, ich hab's auf dem Stiel. Oh, und jetzt hab ich's in der Hand. Große Krabbe Pizza ist wir die sehen Pizza für dich und mich. Große Krabbe Enchiladas sind die Enchiladas für mich und dich. So, was muss denn noch rein? Paprikawürfel. Paprika. Paprikawürfel, Topf. Back. Will weg. Nom. Das sieht lecker aus, wenn, oh, ihr ja. Topf, wenn ihr im Topf gucken könnt. Oh, das sieht aus, wie als ob ich eben reingekotzt hätte. Hab ich auch. Noch ein Stück Set. Zeig's doch mal. Ja, lecker. Willst du jetzt nicht unten kippen, weißt du? Weil sonst hätten wir das hier in die Soße so hier, ne? Ja. Das Ganze ist 2 Esslöffel Creme Fraiche. Creme Fraiche. Frische Creme. Esslöffel, das sind Teelöffel drum. Ah, was? Also hier so. Also, und, ja, siehst du. Ja, das sind Teelöffel. Ja. Komm, den. Schon mal Creme Fraiche vorgegessen? Oh, ganz Löffel. Oh. Und wieder rein. Jawohl. Schmeckt's? Ja. Wollen wir noch ein bisschen Tabasco dran machen? Nein, nochmal? Später vielleicht. Also, wir machen alles kräftig würzen. Allerdings kann auch der ganze andere Scheiß rein. Mais. Guckt euch den leckeren Mais an. Mais ist so geil. Oh. Oh. Aber viel leckerer sehen die. Karotten aus. Hau rein, Mann. Das wollte ich Karotten sagen. Ja, das sind eindeutig Gurken gewesen. Ja, Gurken. Oh, der ist grün. So. Yum. So, jetzt müssen sie ganz scheiße und gewürzt werden. Wir müssen jetzt wieder aufwärmen und den Backofen auf 200 Grad zu vorheizen. Nein, müssen wir nicht. So. Das Urin ist schwer. Du musst doch anders anfangen. So, dann hol du mal weiter, ich hol so lange schon mal die Würze raus. Top! Ja. Das geht mir nicht mehr. Ne, muss ja. Man hört's. Und so. Ja. Handtuch, da ist ein anderer. Gut, wegschmeißen. Sieht schon so lecker aus hier, wie ihr sehen könnt. Unglaublich! Ah, jetzt habe ich die ganzen Tomatenfleisch an der Hand. Ja, an der Hand! An der Hand! Ah, Würze. Paprika! Paprika! Oregano, im Bord, ist hier ein paar Oregano versteckt? Nein, Oregano! Oregano! Kein Pfeffer! Nein. Scheiße, ich hab den gestern noch. Nein, der ist leer! Er ist leer! Wie behalten wir uns? Mit normalem Pfeffer. Und mehr Paprika! Ja, nehmen wir mehr Paprika. Und. Chili-Pulver! Die Kumpel. Okay. Alles gewinnt. Wow. Oh, guck mal. Majoran, blablabla. Und dann muss auch Kümmel. Kümmel. Also, ah ne, das ist Gott. Ja, ne, wir nehmen Kreuzkümmel. Kreuzkümmel! Ja, so. Wie muss da rein? Grüne Fresche und alles kräftig Würzen aufkochen. Naja, eine Prise Salz noch. Fuck, das spielt mir auch das Problem. Nein! Warte, ich hab einen Weg. Okay. Ihr steht gerade vor dem Salz. Salz. Also das will ich jetzt nochmal ohne Ton sehen. Wie schön er das macht, oder? Aber wie schön! Okay. Ein bisschen Pfeffer muss da auch noch ran. Und jetzt brauche ich. Geh mal weg da, was machst du denn da? Wie tanzt eh so? Da muss ich ran. Scheiße, nein, da muss ich ran. Tanz den Kochtanz. Oh, verdammt. Ah, das Mikro! Nein, das Mikro! Das ist ein Löffel. So, wie viel brauchen wir davon?
selbst löffeln. Etwas Pfeffer. Hab ich schon drin. 100 Gramm Chili. Nein, das käme. Na gut, dafür haben wir jetzt den Paprika. Paprika! Es passt nicht rein! Ich glaub, du hättest immer so. Das ist natürlich ganz fein. Ja, komm mal fast. Moment. Es ist ganz schwierig, das zu machen, wenn ich da nichts sehe. Komm schon. Oh. So, fast. So, das war der Paprika. Dann brauchen wir noch den Oregano. Das ist gar nicht so aussehen wie Oregano. Auch aufdrehen. Ein bisschen draufschütten. Und rein damit. Den Kümmel. Aufdrehen. Heil dich. Bin da dabei. Etwas drauf, das werde ich jetzt nicht verschwenden. Das ist so wertvoll. Komm schon. Beweg dich. Du willst es doch auch. Ja, schmeiß das rote Drogen. Ah! Scheiße. Komm, das muss mir eine Stärke füllen. Ja, mach ich doch. Das ist Chili-Pulver. Des Todes. Oder das ist kein Tabasco. Kommt ja noch. Leider. Ja, da geht schon ein bisschen mehr. Ja. Toll, da sind fetter Klumpen davor. Ein fetter Klumpen! Ich komm da aber auch nicht durch. Das ist zum Kotzen. Ja, okay, das. Noch mehr Paprika? Scharf. Ah, das geht schon. Noch mehr Paprika? Pass auf, dass nicht alles. Stell das hier auf die Platte hier. Mach ich doch. Ja, nee. Aber es ist ja, nee. Brutzelt unten. Und das war die Kamera? Akku fast leer. Ja, das reicht aber noch. Wir haben noch 6 Minuten. Okay, wir haben noch 10 Sekunden. 10 Sekunden! 10! Ich glaub, das mach ich denn in 10 Sekunden. Was ist da was? Komm, das schaffe ich noch. So, das Wichtigste natürlich für Enchiladas sind Tortillas. So macht man das. Und nicht anders. Und da liegen Tortillastückchen. So, ja. Im Prinzip ist es unsere Pappe. Unsere Aufgabe. Zieh eine Karte. Nein, das ist langweilig. Tortillastückchen. Oh, so, genau. Im Prinzip. Kommt das jetzt mit. Den da drauf. Da rein. Nicht schwer zu verstehen. Also, fangen wir an. Da so ein Ding drauf. Weg. Nicht brauchst du doch. Nicht brauchst du doch. Kompliziert. So, jetzt nehmen wir uns mal so eine Kelle hier und so eine Kelly. Und so, platschen wir das nochmal drauf. So. Und dann verteilen wir es. Guck das. Hab ich gesehen? Nein, verdammt, seht ihr doch. Teil! So. Ja, so eine kleine Menge hier, so. Mehr muss nicht sein. Und dann nimmt man das Tortilla und klappt das einfach so um. Man, viele sagen ja, aber Tortillas gehen doch ganz anders. Gehen sie auch, aber im Prinzip sind es ja keine Tortillas, sondern Enchiladas. Und das heißt, wir drehen das hier so um, klacken das so in die Form rein. Ist nicht schlimm, wenn das austritt. Daumen. Das ist jetzt oder? Ist nicht schlimm. So. Und das setzen wir zuvor. Batsch. Fleisch. So. Dann wieder schon verteilen. So. Ja, das muss so. Auch diese Geräusche sind völlig normal beim Kochen, die machen auch die französischen Kochs immer. Hallo! Ach, läuft die? Ja, die läuft. Oh mein Gott, sie läuft. So. Ich glaube, das werden passen. Keine 8 rein, aber ist nicht. Du! Was denn? Tu. Achso, tu. Number, tu. Ich glaube, da bleibt da was von dieser Paste oder von dieser Kotze, die wir da produziert haben, übrig. Da gibt's Essenschlag. Nee. Schade. Das muss nicht sein. Nee. Weißt du, in meinem eigenen Haus Essenschlag ist. Gehen wir auch zu deinem Bruder. Ja, okay. Ja. Haschi! Also umklappen, ne? Versteht er, ja, ist alles klar. Und dann wieder einfach mit der Naht nach unten. Und so drauf batschen. So. Du musst das nochmal in Slow Motion erklären. Das ist jeder erklärt. Oh. So, noch meine Fuge. Das kann man da noch wieder Zeit. So, Fleisch. Okay. So. Teilen. Sehr lecker. Ja, das ist, das, wie gesagt, das ist Profi. Profi-Hock. Du schiebst immer weiter rüber. Ich weiß nicht, ich kann mich nicht für eine Seite entscheiden, Mann. Rechts oder links. Dunkel oder böse oder gut. Und Paprika. Eindeutig liegt's auf der bösen Seite. Auf der Pink Games Seite. Okay, das war schon alle. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ich glaube, das ist eher ein Experiment. Pass auf, ich klatsche den Scheiß hier mit zurück, ich habe einfach oben drauf.
eine gute Idee? Ich weiß nicht. Wir haben noch vier andere. Ja, die passen da nicht mehr rein, wie du gesehen hast. Dann nehmen wir noch eine. Ich geh's auf. Meinst du, wir machen noch eine voll? Wir machen noch eine voll. Machen noch eine voll. Wir machen noch eine voll. Gut. Und das heißt, wir nehmen jetzt diesen geilen. Obwohl doch mal so eine Geschichte kann man nicht verbrauchen. So nur zum Verteilen. Ja, es macht da sehr elegant. Ich geh mal rüber auf die Plattform. Ja, ich bin der Kameramann. Ach nee, ach so. Ja, ich dachte, du stehst einfach so rum. So, jetzt habe ich ein wenig gezoomt auf die schöne, leckere Platte. Dann seht ihr, wie es gemacht wird. Gott, das ist geil. Ah, wie elegant er das macht. Ah. Er schiebt es wieder nur von rechts. Richtig, das ist auch der Sinn des Ganzen. Naja. So, und das sieht nach Pampe aus. So, und jetzt wieder ein bisschen mehr Käse. Käse. Da geht ihr. Käse. Oh, Freundchen. Da liegt noch dich her. Ah. Nein, das ist schon. Okay. So, dann nehmen wir einfach mal so 2-5 Hände voll. Ganze Tüte. Ja, die ganze Tüte. Ich hätte es einfach. Punkt. Nein, du musst es ja verteilen, nicht mehr. Quatsch. So, einfach schön nacheinander so draufbräucheln. Oh, das ist schon fertig. Nein, da kommt nur eine Weile hier rum. Das wäre also ein paar Wochen, der Käse ist schon ein paar Wochen alt. Der liegt ja schon seit Monaten in dieser Küche. Dann haben wir uns gedacht, ach komm, verwetten mit dem mal. Deswegen dieses schöne Käse. So. Ofen ist. Oh Gott. Oh, nein, der ist Käse ohne Gewalt. Nein, nicht den Käse. Ja, das würde ich sagen, das sind Enchiladas geworden. Wer auch immer. Wenn nicht, dann sind es einfach Paranchila, das Gamers.de.12. So nennen wir das. Ja. Ja, wir haben irgendwie ganz vergessen, dass wir noch so eine ganze Schale Paprika oder eine ganze Packung Käse haben. Das heißt, wir nehmen die Paprika. Wir schneiden die drüber. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ich bin schon falsch, aber es mir gut. Ja, schön mit den Händen verteilen, schön. Nein, natürlich nicht. Das wäre eklig. Also so, und dann nehmen wir nochmal den Käse her. Käse. Denk mal, das passt so. Ups. Gott, das wird so viel Käse. Also da wäre die Titanic. Da wird bessert! So, mal schön von dem Rand weggegangen. Scheiß auf die Titanic, warum noch nicht? So! Schau mal! So, und jetzt sehen wir das Ding hier, das geile Scheißding. Da unten rein. Pass auf, der ist da oben. Mach auf. Ofen! Sieht gut aus, wir müssen wieder zu. Oh. Aus welchem Grund? Weil wir das Ding jetzt so essen! Nein, wir müssen natürlich nichts aufmachen. Wir müssen noch, Blech rein. Ah. Was machst du denn? Ja. Warte, du musst mich nicht mehr. Ja! Seid beim Hände waschen! Da brauche ich noch ein Handtuch. Handtuch? Na, Blech! Wow! Sehr elegant! Wie viel war das nochmal, Seth? Was? 12? Wie war das nochmal? Bei der Trick? Ja, wie. Hui! Habt ihr das gesehen? Hui! Ich bin jetzt hoch dazu! Jetzt geht's in den Ofen! Erstmal brauche ich diesen stylischen Ofenhandschuh. Der hat mal ein Gesicht, jetzt ist er ein gesichtslos. Er ist ein Monster. Der Monster! Monster! Blech raus. Hand! Wohin damit? Wieder rein. Das wäre blöd. Da war ein Arme Handschuh. Oben! Nein, ich stehe hier am Boden. Das ist ein Teppich, wie gesagt. Ach nee, ist es. Ja! Das ist ein Dü. So, siehst du den Trick? Siehst du den Trick dabei? Boah, ist elegant, was er macht. Sehr elegant. Verdammt, das wird echt langsam warm an der Pfote. Da dabei nicht! Oh mein Gott, der Handschuh brennt! Also, nein, brennt er nicht. Vorsichtig. So, jetzt nehme ich das da. Seht ihr? Ja, irgendwie haben wir wohl vergessen, wie wir das Ganze jetzt zum Ende präsentieren. Die letzte Aufnahme ist das, wo wir in den Ofen schieben und den Ofen zumachen. Das war's dann irgendwie. Warum ist da alles weg? Naja, weil wir irgendwie vercheckt haben, holen wir das Ding doch einfach mal raus und zeigen das den Zuschauern. Nein, das lassen wir und futtern einfach sofort. Ja, blöderweise, wie gesagt, habe ich das nicht gemacht, aber ihr habt ja jetzt hier ein Bild eingeblendet, das Zeug da so halt, ne? So sieht das also aus, wenn das fertig ist und wir beim Mampfen wollten wir jetzt nicht zeigen und irgendwie haben wir das total vergessen. Und deswegen kommt das hier so abgehackt mit dem Ende irgendwie, aber nun ja, so ist das halt und jetzt seht ihr im Prinzip nur noch, wie wir Danke sagen und ja. Ja, das, meine lieben Leute, das war das 1000 Abonnenten-Special. Wir haben uns halt irgendwie selber lassen, womit man mal vielleicht irgendwie was anderes tut, außer vorm PC sitzen und irgendwas dazu zu labern. Also haben wir uns einfach mal ein Thema überlegt, mal rumgeguckt, was kann man denn noch so machen? Eigentlich wollten wir was gänzlich anderes tun, aber nun ja, das Wetter hat uns ein bisschen das Ganze versaut. Und er hatte zugehabt. Also und alles hat zugehabt, wo wir hinwollen. Allerdings, wir heben uns das auf für ein weiteres Abonnenten-Special. Wenn wir zum Beispiel die 1500 oder die 2000 erreichen, dann werden wir vielleicht das nochmal machen. Und nun ja, jetzt haben wir natürlich erstmal das hier. Das Ergebnis, das lässt sich sehen, finde ich. Sieht sehr lecker aus, vor allem. Ja, und es duftet, Käse. Wenn ihr es riechen könntet. Ja, und wir werden auch gerade schön belüftet. Ja. Nun ja,
Genau, 1000 Abonnenten. Ich bedanke mich noch einmal dafür. Tut mir leid, dass wir es auch mit dem, natürlich, wir alle. Auch im Namen von Marc und Aga. Natürlich sind auch sehr froh und glücklich. Und es tut uns auch verdammt nochmal leid, dass es so lange gedauert hat mit dem Abonnenten-Special. Wir hatten ja viel vorgehabt eigentlich. Wie gesagt, da kam immer was dazwischen, deswegen hat es ein bisschen gedauert. Ja, ein bisschen länger als gedacht. Jetzt haben wir es ja geschafft. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ja. Wir bedanken uns und bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, hallo meine lieben Zuschauer. Und ja, ich sollte jetzt auch noch was sagen, weil wir sind ja vier Leute und wenn nur zwei in dem Abo-Special kommen, dann ja. Also, ja. 1000 Abonnenten, Party. Da ist irgendwas drin, was. Naja, egal. Ja, auf jeden Fall. 1000 Abonnenten, jetzt schon fast 1100, da fehlen ja irgendwie nur noch 10 oder so. Das ist krass, wie schnell das jetzt eigentlich ging. Als ich ja jetzt Anfang vom Jahr dazugekommen bin, da waren das ja noch 600, glaube ich. Ich weiß gerade gar nicht genau. Und jetzt auf einmal, bam, 1000 und cool. Also, an alle neuen Zuschauer, hallo, Aga hier und nervt euch mit dummen Sprüchen, die keinen Sinn ergeben und... Ja, danke fürs Abonnieren auf weitere 1000 Abonnenten und wir sind immer mit viel, viel Spaß dabei und man sieht sich, bis dahin, Horido und auf Wiedersehen, ciao. Ahoi ihr Landratten, auch ich, Captain Shiriki, möchte mich herzlich bei euch für die 1000 Abonnenten bedanken. Das ist ja der reinste Wahnsinn. Und nun denkt immer schön daran, weiter fleißig die Videos schauen, Freunden erzählen, kommentieren. Denn sonst... Ja, sonst werdet ihr alle Kiel geholt, ihr ollen Landratten. Und daher... Danke von mir, danke von Sepp, danke von Felix, danke von Aga. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es heißt... Let's play together ein bisschen Metal gefälligst. Tschüss! So, das sind die Zutaten, die wir brauchen. Tomatenmark. Käse. Tabasco. Möhre, Knoblauch, Paprika, eine Gurke. Ja. Alter, wir haben uns das hier